Einwandbehandlung in der Telefonakquise ist was vollkommen anderes wie in einer Strategiesession, in einem Verkaufsgespräch. Warum ist das erstmal anders? In der Telefonakquise kennt dich in der Regel dein Gegenüber nicht. Auch wenn du vielleicht sogar schon über Leads Akquise machst. Dort sind es in der Regel auch noch sehr, sehr kalte Kontakte. Natürlich ist es noch kälter, wenn der dich noch nie gehört oder gesehen hat. Du kannst also nicht Einwandbehandlung vergleichen, wie es das ist in Verkaufsgesprächen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und was ist wichtig bei der Einwandbehandlung, speziell in der Telefonakquise, in der Kaltakquise? Erstmal musst du im Kopf besessen sein, diesen Termin zu gewinnen. Weil du besessen davon sein musst, dein Unternehmen in Deutschland, in Österreich, in Schweiz, im ganzen Dachraum, am besten sogar noch international, auszubauen. Wenn du dieses Mindset nicht hast, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, erfolgreich zu werden, dann lass es mal komplett sein. Gerade auch bei der Telefonakquise. Dann ist besser, dass du irgendwo als Abholer, irgendwo als Verkäufer arbeitest, wo die Leads so heiß sind, dass du eigentlich nur noch Abholer bist, Regalauffüller bist. Wie zum Beispiel bei Supermärkten, wo man weiß, man will was einkaufen, oder in der Tankstelle. Dann ist es so besser, wenn du da Verkäufer bist. Aber wenn du es nicht bist, wenn du dir dieses Video anschaust, weil du wachsen willst, weil du durch die Decke gehen willst, dann ist es wichtig, erstmal am Anfang ein richtig krankes, besessenes Mindset hier oben zu haben. Zum Erfolg. Ich habe eben mit jemandem telefoniert und habe ich gefragt, ja und, was machst du heute noch? Was steht heute noch bei dir so an? Ah ja, ich gehe jetzt ins Training. Er sagt, was? Du gehst um 18 Uhr ins Training. Das ist die beste Zeit, um neue Kunden zu gewinnen. Du gewinnst keine Kunden, das ist die beste Zeit. Was gehst du da ins Training? Echt? Ja, eigentlich hast du recht. Ja, ich hab recht. Das ist wichtig, dass du in deinem Mindset erstmal drin hast. Ey, ich gehe durch die Stratosphäre. Ey, ich besiege alle meine Glaubenssätze. Ey, ich baue ein Imperium auf. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, damit du überhaupt in der Telefonakquise Erfolge erzielst. Wir haben hier den Jan gehabt. Der hat in 11 Tagen hier mit mir vor Ort 100, circa 18, 17.000 Euro Umsatz gemacht. Ich war bei jedem seiner Umsätze dabei. Alles aus der Kaltakquise. Sein erster Abschluss, Kaltakquise, Einwandbehandlung, der hat den Call sogar aufgenommen. Der hat den bei uns in die Mentoring-Gruppe reingeschickt, dass jeder den mal hört. Der Kunde hat von 17 Minuten, 15 Minuten Nein gesagt. Aber Jan hatte dieses Mindset zu gewinnen. Und das musst du auch haben. Das musst du auch haben. Dieses beschissene, kranke Mindset, ich schaffe alles, was ich will. Okay? Das ist erstmal ganz, ganz entscheidend. Durch diese 17-minütige Einwandbehandlung wurde am Ende 18.000 Euro, habe ich mehrere Videos auch hier auf YouTube, vielleicht hast du das ein oder andere gesehen, geteilt. Also, erstmals wichtig, in der Einwandbehandlung das richtige Mindset zu haben. Ja, wirklich zu sagen, ey, ich schaffe alles, was ich will. Als zweites ist aktives Zuhören erstmal wichtig. Viele Leute hören überhaupt nicht mehr aktiv zu, wenn der Kunde was sagt. Der Kunde sagt dir, nee, ich habe da schon einen Partner. Okay, in dem Fall gibt es Dinge, das wir ja nochmal vergleichen können. Das ist komplett falsch. Da musst du erstmal sagen, ah, okay, verstehe sie. Gut, dass sie schon mal daran denken. Erstmal eine Zustimmung auch ging. Also erstmal aktiv zuhören. Das bedeutet dem Kunden zustimmen. Aha, verstehe ich. Du musst auch logische Schlüsse ziehen können, wenn dein Kunde dir Einwände sagt. Und nicht einfach manchmal wie ein Roboter, dann könnte ich auch eine KI vorsetzen, einen Leitfaden Einwandbehandlung ablesen. Du musst auch antizipieren können. Wenn ein Kunde zu mir sagt, ein Entscheider, kein Interesse, dann musst du auch antizipieren, eigentlich hat er Interesse, weil sonst würde nicht der ans Telefon gehen, sondern irgendein Mitarbeiter von dem, weil der wäre gar nicht mehr erreichbar, weil der irgendwo so skaliert worden ist, dass der überhaupt nicht mehr im Tagesgeschäft ist. Und wenn du jetzt Dienstleistungen anbietest,
Da musst du das dem sagen. Da musst du dem Kunden sagen, Herr Kunde, dass Sie mich nicht kennen und sagen, kein Interesse, verstehe ich. Also immer als erstes auch wichtig, nach dem aktiven Zuhören steigt jetzt das Einwandbehandlungsmodell Verständnis. Ja, ganz klassisch Verständnis zeigen. Verstehe ich, Sie kennen mich nicht, dass Sie jetzt sagen, kein Interesse, ist normal. Es gibt ja viele schwarze Schafe auf dem Markt. Ich gebe dem erstmal Verständnis. Jetzt sage ich als zweites, auf der anderen Seite weiß ich ganz genau anhand Ihrer Antwort, dass ich Ihnen helfen kann. Wissen Sie auch warum? Warum denn? Ja, weil Sie, wenn Sie kein Interesse hätten, dann würden Sie mir das nicht mehr sagen, sondern irgendwo auf der Welt auf einer Insel sitzen. Ihr Unternehmen wäre so skaliert, dass Sie nicht mehr aktiv im Tagesgeschäft sein müssten. Deswegen, wann passt es Ihnen da morgen besser, dass ich Sie auf diese Insel bringe? Um 11 Uhr oder um 17 Uhr? Oh, so hat mir das eigentlich noch nie jemand gesagt. Klar hat Ihnen das noch nie jemand so gesagt, weil wir auch besondere Dienstleistungen anbieten, Herr Kunde. Deswegen, wann passt es morgen besser? 11 Uhr oder 17 Uhr? So geht Telefonakquise, Einwandbehandlung, genauso. Und guck mal, ich habe das nirgendwo gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht. Aber wisst ihr, warum das kam? Warum sowas funktioniert? Weil ich eine Mission auf dieser Welt habe. Und diese Mission ist, dir zu helfen, neue Kunden zu gewinnen. Und dafür will ich dir helfen, kostenfrei, hier drinnen. Sicher dir das. Wenn du es noch nicht hast, sicher dir die Telefonakquise Masterclass. Dort lernst du, wie man in der Kaltakquise neue Kunden akquiriert und Termine legt. Versprochen, versprochen. Sicher ist dir, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Also, wenn du das schon hast, diesen Kurs, dann frage ich dich, warum du dich noch nicht bei uns für ein kostenfreies Strategiegespräch eingetragen hast. Wir helfen dir. Ich nehme dich an die Hand. Du musst mir nur deine Hand einmal reichen und ich nehme dich an die Hand. Hab das richtige Mindset. Und wichtig auch, wenn du mir zugehört hast, nachdem wir Verständnis zeigen, geben wir eine Einwandbehandlung. In meinem Fall war das, ja, wenn Sie kein Interesse hätten, dann würden Sie jetzt nicht mehr ans Telefon gehen, weil Sie dann irgendwo, also wir müssen jetzt irgendwie eine Formel, also einige Sätze vorhanden haben, die der Kunde sagen kann. Die haben wir natürlich alle bei uns auch im Training aufgeschrieben, so ein paar, die du nutzen kannst. Aber die kann man sich auch selber leicht erarbeiten. Das ist immer dasselbe System. Und jetzt machst du im nächsten Schritt die Terminierungsfrage. Okay? Hier im letzten Schritt immer die Terminierungsfrage. Nicht erwarten, dass dein Kunde zu dir sagt, ja, wir machen den Termin. Wird dir keiner sagen. Du musst den Kunden führen. Punkt. Du führst deinen Kunden. Punkt. Du führst deinen Kunden. Punkt. Und das mit 110%. Punkt. In dem Sinne, gib 110%. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Liebe Grüße, gib Vollgas. Wir schaffen alles, was wir wollen. Dein Luca.